Hi Lieben, ich habe wieder einen neuen Haul für euch und zwar schon wieder einen DM-Haul. Ich weiß, dass ich letztens erst einen gemacht habe, aber ich war heute im DM und ich war, glaube ich, vor einer Woche im DM und da habe ich so viele Neuheiten gesehen. Also ich habe ein paar Gesichtspflege-Neuheiten und ganz viele Neuheiten von Trended Up und von P2 und die finde ich natürlich mega interessant und deswegen wollte ich sie euch gleich mal zeigen, damit wir uns so ein bisschen darüber austauschen können. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch davon was besonders interessiert, dann werde ich darüber auch noch mal genauer berichten. Ich fange jetzt einfach mal an. Als erstes gibt es eine neue Trockenshampoo-Marke im DM. Also ich habe sie noch nie gesehen und ich war, wie gesagt, in kürzeren Abständen in letzter Zeit da. Und deswegen ist sie auch wirklich neu. Ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher. Und zwar ist das die Marke Colab. Und ich habe mir zwei mitgenommen. Eigentlich wollte ich mir noch ein drittes mitnehmen und am liebsten ja noch eins und... Oh mein Gott, also es gibt drei verschiedene Sorten von dieser Marke, aber es gab halt noch von Got2b neue Trockenshampoos. Aber ja, es sind halt diese beiden jetzt geworden. Das ist einmal von Colab, das Dry Shampoo Tropical Fragrance. Es gibt auch noch eine andere Variante, da sind dann so kleine Flamingos drauf. Die haben es so mit ihrer Verpackung drauf, das ist der Hammer. Also guckt euch die mal an. Das ist so rosa und so tropisch und ja, ihr seht diese Ananas da. Die sagt gerade einiges aus über mein Deko-Feeling. Und dann habe ich hier noch eben diese zweite Variante mitgenommen. Die habe ich erst so ein bisschen übersehen, weil das Design halt nicht so toll ist. Also ist es schon schön, ne? Aber im Gegensatz zu diesem anderen geht es doch etwas in den Hintergrund. Aber dann habe ich mir das mal genauer durchgelesen, was hier draufsteht. Und dann hat es mich auch erwischt. Und zwar ist das Colab Dry Plus Shampoo Active. For Gym or on the go. Und dieses For Gym hat mich irgendwie richtig mitgerissen. Ich guck mal, was jetzt da hinten drauf steht, ob das wirklich irgendwie besonderer ist. Ja, okay, so viel über jetzt zusätzliche Pluspunkte für Fitness. Ist da nicht drin, aber es steht drauf. Und ja, das hat mich eben mega angesprochen und deswegen schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die auch schon gesehen habt und wie ihr die findet, aber das Design ist der Hammer. Dann war ich bei der neuen Trended Up Theke, die wurde gerade aufgebaut und zwar habe ich hier einmal das neue Contouring Set mitgenommen. Das ist in der Farbe 020, das ist sozusagen das Highlighting Set. Es gibt nämlich auch noch ein Contouring Set, das wirklich matt ist und hier sind eben Highlighter drin, also alles nur schimmernde Farben. Und da sind wie gesagt drei verschiedene Farben drin, einmal so ein... ja, hellerer, natürlicherer Highlighter, dann ein wärmerer und dann noch ein ganz warmer, ja, fast schon bronzemäßiger Ton, den ich, glaube ich, nicht zur Kontur verwenden würde, weil er eben schimmert. Vielleicht so ein bisschen bronzy hier oben auf die Wangen, über das Blush, was auch immer. Dann habe ich mir noch das neue Expert Finish Powder mitgenommen in der Farbe 030. Das ist so leicht eingetönt. Also es gab es vorher schon in durchsichtig und das ist jetzt so eine leicht eingetönte, hautfarbene Variante. Finde ich auch sehr interessant und weil ich von Trended Up eh noch nicht so viel ausprobiert habe, habe ich mich jetzt gleich mal auf das neue Sortiment gestürzt. Dann habe ich mir noch ein Waterproof Brow Liner mitgenommen und zwar in der Farbe 030. Das ist wie gesagt ein Augenbrauenstift, der ist zum Rausdrehen, hat hier so eine... Oh, der dreht sehr schnell raus. Das ist jetzt das gesamte Produkt. Und der hat so eine, ja, tropfenförmig geformte Spitze. Und das finde ich auch wirklich sehr interessant. Und diese Augenbrauenstifte zum Rausdrehen finde ich so super. Ich habe mir auch noch andere nachgekauft, die zeige ich euch gleich. Und die benutze ich so schnell. Deswegen wollte ich mal andere ausprobieren, ob die vielleicht ein bisschen länger halten. Ja, aber da fand ich Farbauswahl leider nicht so gut, weil es halt diese Farbe gab. Noch eine etwas hellere, aber auch kühle Farbe und eine dunkle, kühle Farbe. Aber es gab irgendwie so keinen Augenbrauenstift mit warmem Unterton, den ich dann irgendwie bevorzuge. Dann habe ich mir noch einen neuen Concealer mitgenommen und zwar den Camo Concealer. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen, aber auf jeden Fall heißt er so. In der Farbe 010, das ist einfach ein Concealer, der soll eben hochdeckend sein, so ein Anti-Glanz-Finish haben und ja, der sieht auch relativ hell aus. Also er ist jetzt nicht so hell wie meiner von Catrice oder von Essence, aber doch relativ hell und ich probiere den einfach mal aus, um ein weiteres Blickfeld über Concealer zu haben. Dann habe ich mir noch die Matte Shine Liquid Lip Cream mitgenommen und zwar in der Farbe 010. Da dachte ich erst, okay, normales glitzerndes Lipgloss mit Schimmer und so und dann noch in so einem Braunton. Okay, du guckst es dir trotzdem an und dann war ich einfach so begeistert, weil das einfach so ein schöner metallischer Ton ist und weil die Tester eben gerade erst
aufgebaut wurden, habe ich mir den dann genommen und habe den erst so dick auf die Hand aufgetragen und das dann so ausprobiert. Und das sah wirklich gut aus und deswegen habe ich den jetzt auch mal mitgenommen. Und damit werde ich bestimmt auch einen Look schminken, weil ich den so interessant finde. Und ich mag eben auch metallische Lippen. Es gab davon noch einen Rotton und so einen Rot-Orange-Ton, aber die waren dann wirklich so krass, dass ich das nicht mitgenommen habe. Und die restlichen Sachen, die ich jetzt noch habe von den neuen Sortimenten, sind von P2. Und zwar habe ich mir da einmal den ID Eyeshadow mitgenommen in der Farbe 020 ID 3585. Heißt der Lidschatten. Oh mein Gott, was ist das für ein Name? Das finde ich etwas eigenartig. Also der Name 020 ID 3585. Okay, und das ist eben so ein richtig cremiger Lidschatten. Ich weiß gar nicht, ob es ein Puder-Lidschatten sein soll oder ein Creme-Lidschatten. Ich schau mal. Okay, es ist ein Soufflé-Lidschatten mit pudrigem Metallic-Finish. Aber es fühlt sich an wie eine Creme. Und wenn man das dann so aufträgt, dann wird es eben so wie ein normaler Lidschatten. Auf jeden Fall ist die Farbe halt mega, mega cool. Und die Textur fühlt sich so schön an. Und deswegen habe ich den auch mal mitgenommen, um ihn dann auch auszuprobieren. Mal gucken, wie er so ist. Auf was ich sehr gespannt war, war dieses Perfect Face Strobing Wonder. Das ist so ein Eye. Also erinnert mich eher an so ein EOS Lip Balm. Und den werde ich jetzt zusammen mit euch ausprobieren, weil ich so gespannt bin. Es ist ein Creme-Highlighter. Oh, oh. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von Creme-Highlightern, aber egal. Das ist so ein goldenerer Ton. Ja, mal gucken, wie ich den finden werde. Ich werde den auf jeden Fall noch ausprobieren. Ich bin auf jeden Fall super gespannt. So vom ersten Eindruck her, die Textur ist richtig schön. Dann habe ich aber auch noch ein Lippenprodukt mitgenommen. Und das fühlt sich gerade so an, als wäre das so ein bisschen ausgelaufen. Und es riecht auch ein bisschen so. Oh Mann. Naja, das ist nämlich sowas richtig Witziges. Das ist der 2-in-1 Lip Pot in der Farbe 020 Candy Bouquet. Und da ist ein Lipgloss und so ein Lippenstift drinne. Und hier ist einmal das Lipgloss, also oben, das kann man so abdrehen. Und das hat so eine richtig witzige Textur, so wie Wackelpudding, genau. Oh, und es riecht extrem süß nach Karamell, Vanille, aber es hat so eine Textur wie Wackelpudding. Das finde ich richtig witzig, also eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich das auftragen soll. Und dann ist hier unten eben der normale Lippenstift drin, auch in so einem Nude-Ton. Der riecht nicht so stark süß, aber ich frage mich jetzt, warum der sich so schmierig anfühlt, weil er, wie gesagt, jetzt irgendwie doch nicht ausgelaufen ist. Dann habe ich hier noch ein Lippenprodukt und zwar das Volume Revolution Lip Gloss Waterproof soll der sein, also wasserfest, in der Farbe 090 Expect Action. Und das ist so ein holographischer Lila-Ton. Dieses Lila sieht man nicht auf den Lippen, sondern nur diesen holographischen Glitzer und deswegen fand ich den so cool. Der erinnert mich auch so ein bisschen an die von Lime Crime und Co., die ja auch letztens rausgekommen sind. Aber wie gesagt, er ist leider nicht so intensiv, sondern hat dann nur so einen holographischen Schimmer. Aber den finde ich halt auch richtig, richtig cool. Und dann habe ich mir noch ein Augenbrauenprodukt mitgenommen von P2 und zwar das Perfect Brow Sculpting Powder. Oh nein, hä? Powder? Oh Gott, was ist das denn? Ich dachte, das wäre eine Mascara für die Augenbrauen, so eine Augenbrauenmascara. Und jetzt ist das ein Sculpting Powder in 010 übrigens. Oh mein Gott, was habe ich hier denn gekauft? Ich hätte das vielleicht mal durchlesen sollen, aber ich bin davon ausgegangen, dass es eben so eine Augenbrauenmascara ist. Aber es ist ein Puder, was ihr dann halt so hier mit auftragen sollt. Oh, das stelle ich mir so schwer vor. Ich freue mich ja schon richtig, das auszuprobieren. Ich bin wirklich gespannt, ob ich damit klarkomme. Komme ich aber erstmal zu den anderen Sachen. Und zwar habe ich mir einmal die reinigende Maske mitgenommen von Balea mit Tonerde und Zink. Die finde ich ganz gut. Also die hatte ich früher schon mal. Deswegen habe ich die nochmal nachgekauft, um öfter auch wieder Masken zu machen, weil meine Haut doch in letzter Zeit schon schlechter geworden ist. Aber jetzt, wo ich wieder Masken gemacht habe, ist sie auch sofort wieder besser geworden. Deswegen habe ich so ein bisschen aufgestockt. Dann habe ich mir noch einmal die Totes Meer Maske mitgenommen. Die ist eben für unreine Haut. Die ist richtig intensiv. Und dann habe ich mir auch noch drei neue Masken von Garnier mitgenommen. Und zwar diese hier von Garnier Skin Active. Da habe ich auch ganz oft diese, ja, blaue Maske, das ist, wie heißen die nochmal? So eine blaue 3-Minuten-Maske, ich glaube auch mit Tonerde und die wärmt sich so auf. Und die war da direkt daneben, diese hier. Das ist einmal die Juicy Mask für eine schöne Ausstrahlung, also so Radiance Eclat steht hier drauf, also so, ja, strahlende Haut.
Dann die Volcano Mask für minimale, Poren. Pore Minimizer. Wie heißt denn das auf Deutsch? Also gegen sichtbare Poren. Und dann habe ich auch noch mal die Matcha Kaolin Mask mitgenommen. Das ist eine reinigende Maske und die sieht auch eben ganz cool aus. Das, was ich wirklich doof finde, ist, dass wirklich nur eine einzige Maske hier drin ist. Es ist nicht nochmal unterteilt wie bei der blauen zum Beispiel. Dann habe ich noch etwas nachgekauft und zwar von Evelyn diese Augenbrauenformer. Eigentlich sind da drei drin, aber ich habe so nötig einen gebraucht. Ich habe meine letzten, glaube ich, jetzt schon 1,5 Jahre, also die halten auch Ewigkeiten. Das sind halt eigentlich solche Rasierklingen für die Augenbrauen. Ich benutze sie nur gerne, um das hier, diese Augenbrauenhärchen, die so ein bisschen da drüber sind, so ein bisschen anzugleichen und hier an der Seite, weil ich habe echt keine Lust, die alle zu zupfen. Das muss man zwar öfter machen, aber eine gute Ergänzung zur Pinzette auf jeden Fall. Dann habe ich mir noch ein Produkt von Trend It Up gekauft und zwar den Elastic Eyeshadow in der Farbe 040. Das ist so ein kleines Töpfchen und das ist eben so ein eher metallischer, schimmernder, silberner Ton. Der ist jetzt nicht neu im Sortiment, aber ich habe ihn auch noch nicht ausprobiert und fand ihn ganz interessant. Deswegen habe ich den auch gekauft. Und jetzt komme ich noch zu dem Augenbrauenstift, den ich vorhin gemeint habe, nämlich von Catrice. Das ist der Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil. Und zwar sind das zwei verschiedene Farben. Einmal in der Farbe 020 Medium, die ist so ein bisschen dunkler, also so ein mittlerer Braunton und der hat auch einen warmen Unterton. Und dann habe ich noch die Farbe 010 Light. Das ist so, glaube ich, der perfekte Augenbrauenstift für Blonde, also auch etwas heller und auch etwas kühler. Und diese Augenbrauenstifte liebe ich einfach abgöttisch. Die sind so perfekt. Probiert die mal aus. Die haben eine sehr, sehr feine Spitze, also auch zum Rausdrehen. Und auf der anderen Seite haben sie dann noch so ein Augenbrauenbürstchen. Man muss also nicht irgendwie nochmal den Pinsel wechseln, um dann noch seine Augenbrauen durchzukämmen, sondern hat es direkt hierbei. Das Problem bei mir ist nur, dass ich die so schnell aufbrauche. Also ich glaube, ich habe in den letzten 2 Wochen 2 Stück aufgebraucht. Also ja, einer pro Woche und die kosten so um die 3 Euro und dann... Ja, wollte ich halt noch nach Alternativen gucken, deswegen habe ich mir den von Trend It Up nochmal mitgenommen. Aber sonst eben mega gutes Produkt und ich glaube, ich bleibe da auch bei. Ich glaube, dafür ist das Geld dann auch gut investiert. Dann habe ich noch als letztes mir ein neues Shampoo gekauft und das ist ein Nachkaufprodukt. Das kennt ihr auch schon, das ist das Elvital Fibrologie Shampoo. Das habe ich schon seitdem es rausgekommen ist, also so um die zwei Jahre oder so. Richtig lange. Und ich komme da immer wieder drauf zurück. Ich teste zwar zwischendurch auch andere Shampoos, aber dieses hier finde ich einfach am besten. So, das waren jetzt aber schon meine Sachen, die ich bei DM gekauft habe. Ich habe da wieder so viel Geld gelassen. Aber ich bin auf jeden Fall richtig gespannt auf die Produkte. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch auch vielleicht schon was Neues aus dem P2 oder Trend It Up Sortiment gekauft habt. Oder vielleicht schon irgendwas ausprobiert habt, was ich hier gerade erwähnt habe. Da bin ich auf jeden Fall richtig gespannt auf eure Meinungen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt dem noch einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!